herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Max Reger. Wir sind hier vor der Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt Mannheim. Hier, weil ein ganz besonderes Instrument hier steht, die Voith-Orgel von dem Jahr 1906. Ja, sie ist nach der Schäfer-Orgel der Dreifaltigkeitskirche in Mannheim das älteste Instrument Mannheims. Und etwas ganz Besonderes, da es von dieser Orgelbaufirma Voith aus Durlach eigentlich nur zwei spielbare Instrumente noch gibt. Das eine in der Stadthalle in Heidelberg. So bin ich ein bisschen stolz, dass wir dieses Schätzle einfach haben und bespielen können. Sie eignet sich besonders eben für die romantische Musik. Das Besondere sind ihre Streicher und Flötenstimmen. Sie hat 40 Register. Ja, neben der großen 94-registrigen Steinmeier-Orgel in der Christuskirche wirklich eine Rarität. Kommen Sie mal vorbei. Der Komponist Max Reger wurde 1873 geboren und war eine schillernde Persönlichkeit, ein genialer Organist, Komponist und Workaholiker. Seine Gesundheit litt leider sehr darunter, sodass er schon im Jahr 1916 gestorben war. Er liebte die symphonische Musik, denn nach einem Besuch in Bayreuth bei den Festspielen war er sofort begeistert dafür, aber auch für die traditionelle Musik von Johann Sebastian Bach, dem er ein großes Orgelwerk gewidmet hat, nämlich Fantasie und Fuge über B.A.C.H. Die Uraufführung spielte Karl Straube, der Thomas-Organist aus Leipzig 1901. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Farben dieser Orgel anhand seines Basso Ostinatos aus Opus 129 kurz vorstellen.
An unserer Orgel hat Max Reger leider nie gespielt, aber er war ganz oft in Heidelberg, denn dort hatte er einen dicken Freund, Philipp Wolfrum. Dieser war Universitätsmusikdirektor, Professor und Gründer des Bachchors. Ja, gemeinsam haben sie viele schöne Musikprojekte veranstaltet und auch Tourneen gemacht mit den Bachschen Klavierkonzerten. Wolfrum hat 1906, im Jahr, also als unsere Kirche hier erbaut wurde, Max Reger eingeladen als Dirigenten. Seit dieser Zeit fanden viele Max Reger-Feste in Heidelberg statt. Ich möchte Ihnen aber auch zum Schluss ein bisschen Geschmack machen auf die Werke von Philipp Wolfrum und habe den Mittelteil aus seiner zweiten Sonate ausgesucht. Viel Spaß! Organisten möchten Sie ganz herzlich einladen zu unseren vielen Orgelkonzerten zu Ehren Max Regers am Sonntag in der Christuskirche in Mannheim, aber auch am 16. April in der Evangelischen Kirche in Schriesheim, wo ich das BRCH unter anderem spielen darf.